Servus Leute, wir sind jetzt hier in Kurang. Es gibt einen Vor- und einen Nachteil. Der große Vorteil, es regnet heute mal nicht. Der Nachteil ist allerdings, es ist neblig wie Sau. Aber man sieht hier eigentlich fast nichts. Also sieht schon ja, mehr oder weniger episch aus, aber ich weiß nicht, was ich hier heute fotografieren soll. Dann dauert es noch ein wenig bis zum Sonnenuntergang leider. Wahrscheinlich werden wir den heute nicht mitnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass man hier so viel sehen würde, tatsächlich. Aber gut, checken mal die Umgebung ein bisschen aus. Vom Parkplatz sind es hier nur ein paar Meter. Das ist hier Fluch und Segen zugleich in Schottland. Also man kann alles befahren, aber dementsprechend touristisch ist es auch. Wir sind jetzt zwar nicht in der Saisonzeit unterwegs, aber dafür ist trotzdem schon gut was los. Naja, mal gucken, was man hier alles machen kann. Drohne fliegen wahrscheinlich nicht, weil hier ist es auch viel zu windig. Also die Lage bessert sich gerade so ein bisschen. Wir sind jetzt einmal, laufen wir um diese Bergkette rum sozusagen. Oder um diesen bekannten Viewpoint. Und da ist nicht mehr ganz so windig. Und der Nebel zieht auch relativ schnell durchs Tal. Da sieht man episch aus. Ich habe jetzt schon ein paar Aufnahmen aus der Hand gemacht. Sieht da richtig gut aus. Auf jeden Fall ein Paradies für den Hobbyfotografen, würde ich mal sagen. Jo! Wir laufen gerade wieder zum Auto zurück. Luftfeuchtigkeit 200%. Man kann gefühlt keinen Meter ins Tal reinschauen. Also brutal. Unfassbar neblig. Nebel ist zwar geil, auch zum Fotografieren, aber das ist halt leider viel zu viel heute. Wir haben ein bisschen Pech gehabt. Servus Leute, da wir noch ein bisschen Zeit zum Sonnenuntergang haben und das mit Kurang jetzt nicht so geklappt hat, wir haben auf dem Hinweg einen Wasserfall gefunden, der ganz cool aussieht und haben uns gedacht, ja, komm, fahren wir halt noch mal kurz hier ran. Ja, jetzt wäre der da hinten. Servus Leute, also mit der Gefahr, dass ihr mich nicht verstehen könnt, sage ich trotzdem schon mal, also dieser Wasserfall ist einfach krasser als die Fairy Pools, muss ich sagen. Schon ein bisschen traurig, aber ja, ich war jetzt gerade noch quasi ganz da unten, habe mir nochmal eine Komposition von unten gesucht. Ein bisschen Vordergrund betonter. Da erscheinen die Wasserfälle, oder der Wasserfall an sich ist nicht so groß. Aber ich mache jetzt noch mal eins von oben. Das sieht nämlich auch ziemlich edel aus. Einfach mal noch so eine Langzeitbelichtung, so 2 Sekunden reichen ja locker. Und ja, dann packen wir es aber wirklich für heute. Und dann hätten wir Kurang nicht wie gewollt, aber wir haben es abgehakt. Problem ist, ich ist die ganze Zeit einfach so nass. Ich muss ständig diese Linse hier sauber machen, dass ich keine Wasserflecken auf dem Bild habe. Das ist gar nicht so einfach. Und ja, jetzt wird es schon relativ dunkel. Jetzt kann ich ohne ND-Filter auf jeden Fall eine längere Verschlusszeit verwenden. Ich bin jetzt quasi schon bei, ja gut, 2 Sekunden, Blende 10, ISO 100. Ich kann jetzt quasi nochmal den ISO-Wert ein bisschen runterdrehen und habe dann nochmal eine längere Belichtung, aber 2 Sekunden sind für so schnell bewegendes Wasser echt mehr als genug. Man kann halt noch ein bisschen Glätte in dem Auffangbecken sozusagen generieren, wenn man jetzt nochmal ein bisschen die Verschlusszeit erhöht. Werde ich jetzt mal versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Leute, wir sind heute am Glenfinn-Viadukt von Harry Potter. Kennt ihr es bereits? Und falls nicht, kennt ihr es aus Christianskis Videos. Natürlich war wieder ein bisschen spät dran. Und ja, wir müssen uns mal.
So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die Bahn auch pünktlich heute kommt oder ob sie Verspätung hat. Wenn sie Verspätung hat, dann hoffe ich nicht allzu lange, weil um 16 Uhr ist die Sonne ja untergegangen. Aber ich bin optimistisch, es ist ja nicht die Deutsche Bahn. So Leute, wir sind jetzt hier am Spot. Der Hogwarts Express sollte jede Sekunde hier vorbeifahren. Das ist der Viewpoint. Wir kennen ihn schon von Christianski. Und hier ist auch gut was los. Also sind auch einige Fotografen unterwegs. Und ja, ich schaue jetzt quasi, dass ich den Rauch vom Schornstein des Zuges möglichst einfriere. Und ja, dadurch, dass es ein bewegtes Objekt ist, möchte ich natürlich eine sehr kurze Verschlusszeit generieren. Dementsprechend habe ich den ISO-Wert ein bisschen nach oben geschraubt, in die Belichtungszeit runter, dass ich eben den vorbeifahrenden Zug möglichst scharf ins Bild bekomme. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Was natürlich mal wieder perfekt ist. Der Zug hat anscheinend Verspätung und jetzt muss es natürlich anfangen zu regnen, ist ja klar. Aber wir sind mittlerweile nichts mehr anderes von Schottland gewöhnt. Deswegen wundert es mich jetzt leider nicht. Ja, jetzt bleibt einfach nur noch abwarten und Tee trinken. Würde der Brite jetzt wahrscheinlich auch vorschlagen. Natürlich fängt es jetzt richtig an zu regnen. Ich habe mir eine kleine Konstruktion gebaut, die Kamera natürlich möglichst trocken halten soll. Normal lege ich dann da oben über die Snapback drauf, aber die habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Das wäre zu schlau gewesen. Es war eigentlich auch kein Regen für heute gemeldet, oder zumindest verschwindend geringe Wahrscheinlichkeiten. Aber hier in Schottland kann man sich da nicht drauf verlassen. Und dementsprechend sind wir auch nur noch einen Tag, also morgen den Tag in Glencoe. Normal kann man da 3-4 Tage verbringen, aber es wird so geisteskrank schütten die nächsten Tage. Deswegen haben wir uns doch dafür entschieden, nach Glasgow 2 Nächte zu fahren. Und ja, dann lassen wir die ganze Reise nochmal in Edinburgh ausklingen. Ja, schade, nur ein Tag in Glencoe, aber kann man halt nichts machen. Dafür waren wir länger auf der Isle of Skye und 2 Wochen in Schottland für das, was ich machen wollen würde, ist halt einfach eh zu kurz. Dementsprechend hat man es dann, denke ich, am Ende des Tages ganz gut genutzt, würde ich mal so sagen. Aber ich hoffe jetzt, dass dieser Scheißzug bald kommt. Ich denke mir die ganze Zeit, hat die Deutsche Bahn das Zugunternehmen aufgekauft oder was ist hier eigentlich los? So, es hat sich herausgestellt, dass es bei meinem heutigen Fotoabenteuer eine kleine ja, negative Überraschung gibt. Und zwar haben uns gerade so ein paar Touris noch vollgetextet, ob wir irgendwas wissen, was sie nicht wissen, weil ich so meine Kamera und alles aufgebaut habe. Weil die haben am Visitor Center gefragt, wann der Zug hier fährt. Und klar, im Internet steht halt 15 Uhr. Problem ist, die letzte Fahrt ist am 27. Oktober gewesen. Dementsprechend brauche ich hier mit keinem Zug rechnen. Ist ein bisschen ärgerlich. Naja, wenigstens bekommen wir noch mal schönes Licht für den Abend. Also das kann sich echt sehen lassen. Das Bild wird ganz okay. Ich glaube, so gutes Licht hatten wir nur beim Old Man of Stone. Das war es dann auch schon. Also ein bisschen Glück haben wir jetzt anscheinend schon. Licht ist top, wie wir sehen. Und oben können wir sehen, kommt jetzt hier nicht so rüber, aber ein Regenbogen. Also Glück im Unglück tatsächlich. So, Freunde der Sonne, wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto und ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine lustige Idee fürs Thumbnail. Und zwar Hogwarts oder Zug nach Hogwarts verpasst, und zwar um einen Monat. Das wäre doch lustig.